willkommen im Oktober. Es ist wieder Herbst. Ich freue mich total. Ich mag die Jahreszeit so gerne, weil es einfach nicht mehr so heiß ist. Man kann aber trotzdem teilweise ohne Jacke rausgehen und ich bin einfach nur erleichtert, weil es sich in der Wohnung auch wieder richtig gut aushalten lässt. Draußen wird alles bunt und ja, ich bin einfach gerade sehr gut gelaunt und habe jetzt gerade erst auch, heute ist schon der 2. Oktober, mein Video fertig gemacht, meinen letzten Monthly Vlog. Das heißt, den letzten Vlog habe ich so beendet und starte die neuen auch so. Ist auch mal nicht schlecht, habe ich bis jetzt noch nicht geschafft, aber dieses Mal war es der Fall. Aber ich nutze die Gelegenheit, dass ich geschminkt bin vom heutigen Drehtag und dass ich meine Locken noch habe vom vorgestrigen Drehtag, denn da habe ich mein Riverdale-Video, einen weiteren Charakter dafür gedreht, nämlich Veronica. Und wenn dieser Vlog hier online geht, ist das gesamte Videoprojekt auch schon online. Ich bin so gespannt im aktuellen Moment noch. Ein Charakter fehlt eben noch zum aktuellen Zeitpunkt. Und falls euch das Video interessiert, mein Herzensprojekt dieses Jahr, dann schaut gerne mal in die Infokarte, werde ich euch das Hauptvideo verlinken. Und jetzt werde ich den Monthly Vlog fertig schneiden für morgen, also den September Vlog. Und dann werde ich auch Feierabend machen. Jetzt ist 15 Uhr. Ich hoffe, ich bin um 17 Uhr mit allem fertig. Und dann gehe ich zum Sport. Watch as the Ich liege jetzt gerade mit Daisy auf der Couch, es ist Freitagabend, ungefähr 6:30, mein Mann kommt auch gleich nach Hause und ich habe heute angefangen mit meinem Oktobervideo und habe schon mal das ganze Material, was ich bis jetzt habe, importiert. Mir fehlt ja noch ein Look aktuell, den werde ich wahrscheinlich am Sonntag drehen, nämlich Cheryl. Und jetzt gerade bin ich am Intro und habe dafür im Wald gefilmt und hatte noch eine Himmelsaufnahme und habe das alles kombiniert. Und es sieht so cool aus. Ich kann euch gerade mal den Vorher-Nachher-Effekt zeigen. Ich finde, man sieht einfach so einen krassen Vorher-Nachher-Effekt. Und vielleicht versteht ihr jetzt so ein bisschen, warum ich die Videos so sehr liebe. Weil ich da einfach mal filmtechnisch wieder mich austoben kann. Ich habe das hier ursprünglich mal studiert. Und mir fehlt es total bei den alltäglichen YouTube-Videos. Das passt aber auch nicht so richtig rein. Und es ist halt auch einfach so ultra aufwendig, dass ich das auch nicht so oft machen könnte. Und deswegen sind das immer so kleine Herzensprojekte einmal im Jahr, auf die ich mich sehr, sehr freue. Ich melde mich aus der Küche zurück. Ich bin seit gestern richtig schön krass erkältet. Ich konnte heute Nacht so gut wie gar nicht schlafen. Also dann später schon, aber das Einschlafen war echt die Hölle, weil mein Hals und meine Nase so weh taten. Ich hatte richtig Schmerzen, musste dann mitten in der Nacht aufstehen, nochmal inhalieren. Und ich habe einfach Nebenhöhlenentzündung bekommen, aber diesmal ziemlich krass. Und jetzt nehme ich halt Medikamente und es ging auch so schnell, ich konnte gar nicht so schnell reagieren. Und jetzt bin ich gerade mitten in einer Kochproduktion sozusagen. Und hier habe ich eine Kokosnuss. Das ist die erste Kokosnuss, die ich mir zu Hause gönne. Ist jetzt auch mit Plastikröhrchen leider und in so Kunststofffolie eingepackt. Werde ich mir jetzt auch so nicht mehr kaufen. Aber ich wollte mir irgendwas Besonderes gönnen und es schmeckt so gut. Und genau, jetzt habe ich den Großteil von dieser Auftragsproduktion fertig. Ist natürlich auch genial, wenn man wenig Zeit hat, dass man auch noch krank wird. Aber ich denke, ich kriege das alles bis morgen hin und dann ist ja auch Gott sei Dank Wochenende. Es ist schon wieder Montag, die Zeit geht so schnell vorbei, vor allen Dingen die letzten 10 Tage ungefähr, denn das waren immer sehr kurze Wochen hier zu Hause für mich, denn wir waren die letzten 2 Wochenenden bei meiner Familie. Mein Mann hat nämlich in der Gegend dort beruflich zu tun gehabt und da gehe ich immer mit und dann nutze ich die Gelegenheit halt auch meine Mama zu sehen, weil wir uns eben relativ selten sehen. Es gibt manchmal 3 Monate, wo wir uns gar nicht sehen, nur mal telefonieren oder so.
Und eben, wenn er schon dort in der Gegend ist, dann nutzen wir das immer. Und ich habe dieses Mal auch tatsächlich das sehr intensiv genutzt, denn meine Oma wohnt ja auch zu Hause bei meiner Mutter. Also das war ja so, als ich noch zu Hause gewohnt habe, ein Dreifamilien- oder ein Drei-Generationen-Haus, so meine ich. Und da habe ich meine Oma gebeten, ihre bekannten Rezepte mit mir zu teilen. Da haben wir jetzt damit angefangen, haben schon mal Spätzle gemacht zusammen und Apfelküchle. Und es werden wahrscheinlich noch Schupfnudeln folgen. Und da habe ich überlegt, ob ich das in einen Vlog reinnehmen soll, was ja eigentlich jetzt schon drin sein müsste. Oder ob ich dazu wirklich so ein Omas Rezepte-Video mache, wozu ich eigentlich tendiere. Und da könnt ihr mir auch gerne mal sagen, was ihr dazu meint. Und ich finde es einfach so schön, es festzuhalten, weil... Klingt das total blöd, aber meine Oma ist halt auch schon über 80 und angenommen, die wäre jetzt einfach nicht mehr da, dann wüsste keiner so richtig, wie ihre Rezepte gehen, für die sie alle kennen. Und es wäre so traurig, wenn es einfach verschwinden würde, weil meine Oma kocht halt aus dem Kopf und hat da kein Rezeptbuch oder irgendwas. Und jetzt habe ich es für die Ewigkeit festgehalten und es fühlt sich einfach total gut an und ich habe das mit ihr zusammen gemacht. Und sie war so stolz auf mich, wie ich auch diese Spätzle geschabt habe und so. Das war echt cool. Und ja, ansonsten habe ich auch zu Hause angefangen aufzuräumen. Da haben mich ja auch ganz viele danach gefragt, wie das denn bei mir so ist, weil ja noch viele wissen von früher, dass ich zu Hause gewohnt habe, dass ich ein Elternhaus habe, dass sich da immer noch viele Dinge von mir befinden, die ich halt beim Umzug nicht mitgenommen habe hierher. Und dass es manchen von euch wohl auch so geht und ihr nicht so richtig wisst, wie ihr da anfangen sollt. Und das habe ich jetzt am Wochenende getan und es war so krass. Ich habe den ersten Schrank ausgemistet, das war so ein kleineres Regal. Und ich habe vielleicht 1% behalten von den Sachen. Also es waren ganz viele Schulunterlagen zum Beispiel noch und so, wovon ich mich früher nicht trennen konnte oder irgendwelche Postkarten und so. Und tatsächlich... ging es jetzt so einfach und da werde ich euch dann auch meine Tipps mitgeben, warum das jetzt viel einfacher war und wie ich da so dran gehe. Und da werde ich über die nächsten Wochen auch weitermachen, weil an Weihnachten bin ich auch nochmal zu Hause und da werde ich hoffentlich ganz weit kommen, damit der Raum bald fertig wird, weil wir haben uns überlegt, meine Mama und ich habe mein Bett damals mitgenommen, dass ich da ein gescheites Bett haben sollte, weil ich schlafe momentan auf so einer Schlafcouch mit meinem Mann und wir haben jedes Mal Rückenschmerzen und wir haben eigentlich gar keinen Bock hinzugehen, nur wegen der Schlafsituation. Jetzt haben wir uns gedacht, wir kaufen uns ein ganz billiges Bettgestell, eine gute Matratze, die kostet ja auch nicht viel und dann können wir da einfach besser schlafen und da, ja, und das machen wir jetzt und da räumen wir auch ein bisschen um und gestalten ein bisschen um und vielleicht streiche ich nächstes Jahr im Frühjahr, Sommer auch noch und es ist jetzt so ein längeres Projekt, wo ich natürlich euch auch sehr gerne mitnehme. Daisy hat mich gerade mittendrin im Küchenputz überrascht, weil sie hat ihre Tage, vielleicht seht ihr ja das Höschen hier unten und also sie ist läufig und bereits jetzt seit 2 Wochen und ihr geht es nicht so gut. Ihr habt es vielleicht auch auf Instagram mitbekommen. Sie hat eine bakterielle Entzündung bekommen, weil läufige Hündinnen dafür anfälliger sind und jetzt muss sie Antibiotikum nehmen und ja, sie ist sehr, sehr anhänglich. Und ja, deswegen pausiere ich jetzt einfach und ich habe mir auch vorgenommen, jetzt übers verlängerte Wochenende mal wieder so einen richtig gründlichen Wohnungsputz zu machen. Da hilft mir auch mein Mann dabei. Bin ich ganz froh, weil manche Sachen sind, wenn wir ehrlich sind, schon sehr anstrengend. Und ich überlege gerade, ich hoffe, ich habe nirgends mehr Kuchen gerade hängen, denn ich habe gerade ein Stück Marmorkuchen noch schnabuliert. Und ja, ich werde jetzt mit ihr zusammen noch ein bisschen an den Schreibtisch gehen, diesen Monthly Vlog fertig schneiden, den dann auch direkt hochladen, denn heute ist ja bereits der 31. Und da wollte ich euch mal fragen, feiert ihr Halloween? Macht ihr was an Halloween? Bei mir ist es eher so, dass ich halt YouTube total toll finde in der Zeit, um so verrücktere Videos zu machen, aber ich gehe selber nie auf Halloween-Partys. Ich habe früher, vor ungefähr 6, 7 Jahren noch Halloween-Partys zu Hause als veranstaltet mit Klassenkameraden und Freunden. Aber irgendwie hat sich das so verloren und finde ich jetzt aber auch nicht schlimm. Ist für mich einfach eine super kreative Zeit immer auf YouTube und mich würde sehr interessieren, wie ihr das so seht und ob ihr das überhaupt feiert und überhaupt interessant findet.
Und nachdem ich das Video geschnitten habe, denke ich, werde ich dann auch Feierabend machen für heute und mich einfach ein bisschen mit der Maus auf die Couch kuscheln, weil sie, wie gesagt, sehr liebesbedürftig ist gerade. Und ich hoffe sehr, dass euch der Vlog gefallen hat. Ihr könnt sehr gerne auch nochmal in meiner Nur was ich liebe Playlist reinschauen. Da findet ihr immer meine Monthly Vlogs, aber auch mal Alltagsvideos, also wenn ich über spezielle Themen spreche. Und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!